Okay. Also irgendwie. Nee. Irgendwie lässt mich die Geschichte hier auch nicht los. Hier irgendwie. Was? Sieht noch nicht sonderlich spektakulär aus. Okay, bauen wir jetzt einen Katapult, um den Stein da hochzuschießen, oder was wird das? Kannst du da jetzt nicht einfach draufspringen? Okay. Also. Okay, das würde dann. Aber das hilft mir ja auch nichts. Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn, oder? Kann ich den da irgendwie ran verschieben oder drauf. Achso, das ist die Tür. Ich wollte gerade sagen, hör, was kann ich denn da greifen? Aber. In diesem Kamin hat anscheinend schon. Ja, das weiß ich. Das ist auch nur das Gemälde. Jetzt geh halt raus. Hier noch irgendwas, was wir brauchen? Können wir jetzt eine Flasche mitnehmen? Nee, die können wir auch nur angucken. Ich bin zwar eh schon nass, aber da springe ich trotzdem nicht rein. Okay, mehr, warum auch? Fackel löschen macht wahrscheinlich auch keinen Sinn. Das ist auch alles nichts Neues hier, ne? Nee, das kennen wir alles schon. Okay. Regenrinne. Lag die da vorher schon? Lag die da schon die ganze Zeit? Hier liegt das Teil sowieso nur im Weg rum. Zwei ineinander gesteckte Stücke der Regenrinne vom Pub. Damit hätte ich also den Grundstock für mein Eigenheim bereits zusammen. Aha, ja, super. Aber mal im Ernst, lagen die da? Die lagen da nicht die ganze Zeit, oder? Die sind da jetzt einfach irgendwie gespawnt. Nee. Okay, können wir damit vielleicht hier irgendwie. Nee. Können wir die aus irgendeinem unerfindlichen Grund hiermit kombinieren? Nee. Ach, aber Moment, vielleicht können wir jetzt den Kronleuchter da drauf fallen lassen. Der hängt ja genau da drüber. Ha, vielleicht geht das. Jawohl. Wir haben ein Bingo. Ein kleiner Hocker. Das ist alles, was du dazu zu sagen hast. Naja. Okay, so das war hier und dann hier und dann hier. Hört sich an, als ob ich wieder einen Mechanismus ausgelöst hätte. Ich glaube auch. Was jetzt hoffentlich der letzte war. Lässt sich nicht öffnen. Na, ist doch nicht wahr. Hier scheint die Decke eingestürzt zu sein. Hier scheint die Decke. Okay.
Hier scheint die Decke eingestürzt zu sein. Das macht irgendwie alles noch nicht so richtig viel Sinn. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Oder geht die Tür auch noch über die Statue? Aber was soll ich denn da noch machen? Ich meine, Schwert, Schild, Helm, Amulett. Irgendwie. Das Gemälde zeigt Lord William Morangi, der hier von 1270 bis 1305 liegt. Also er hat hier natürlich noch so einen Gürtel. Ah, okay, da sieht man jetzt auch ein bisschen den Ring. So halb, wenn man das möchte. Okay, er hat auch noch diese. Ah, die Beinschoner? Ja, die Regenrinne. Das könnte funktionieren. Wahrscheinlich nicht, aber ein Versuch ist es wert. Nee. Okay, was haben wir denn hier noch gar nicht benutzt? Auf der Pub-Seite sind wir, glaube ich, mit allem durch. Also auch in dem Keller haben wir eigentlich alles benutzt. Hier ist noch irgendwas in der Folterkammer. Kann ich die einschmelzen? Nee. Was? So könnte ich die beiden verkeilten Stücke auseinanderkriegen. Ja, natürlich. Ich will jetzt auch nicht wissen, wie er die. Egal, ich nehme das jetzt einfach so hin. Okay, aber das funktioniert das jetzt? Hört sich an, als ob ich wieder einen Mechanismus ausgelöst hätte. Okay, dann gucken wir doch nochmal. Tatsächlich. Guten Tag. Sie haben einen Weg gefunden. Vielen Dank. Alles in Ordnung bei Ihnen? Ich denke schon. Aber mein linkes Bein tut höllisch weh. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Das wäre nett. Alleine würde ich es kaum in mein Arbeitszimmer schaffen. Sie müssen zugeben, die Geschichte, die Sie mir da gerade aufgetischt haben, klingt wenig glaubwürdig. Erst die Entführung vom alten Wladimir, dann eine geheimnisvolle Verschwörung und schließlich auch noch Gestalten in schwarzen Roben. Andererseits ist das Ganze dermaßen unglaubwürdig, dass Sie mir so eine Geschichte wohl kaum als Lüge auftischen würden. Also, helfen Sie uns? Die kleine Nina ist jetzt in Kuba bei Manuel Perez? Ja, sie hat mir gerade ein Bild aufs Handy geschickt. Ich kann damit aber gar nichts anfangen. Vielleicht sagt Ihnen das ja was. Ja, dieses Symbol habe ich schon mal gesehen. Ist aber bereits Ewigkeiten her. Wladimir hat mich viele Jahre nach unserer gemeinsamen Tunguska-Expedition überraschend kontaktiert. Er schrieb mir in einem geheimnisvollen Brief, dass er eine sensationelle Entdeckung gemacht hat und meine Hilfe braucht. Er hatte einige Jahre zuvor ein metallisches Bruchstück untersucht, welches in der Tunguska-Region gefunden wurde. Die Kalenko-Expertise sagt Ihnen wahrscheinlich nichts. Nur in groben Zügen. Es geht um außerirdisches Material, oder? Ja, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Was meinen Sie damit? Manuel Perez, der die Expertise gemeinsam mit Wladimir erstellt hat, entdeckte genau dieses Symbol, eingraviert auf der Oberfläche des Bruchstücks. Sie meinen, auf dem Bruchstück befanden sich Zeichen? Wladimir war sich nicht ganz sicher, da die Oberfläche insgesamt stark beschädigt war.
Bei seinen Nachforschungen ist er dann in den Archiven der Akademie der Wissenschaften in Moskau fündig geworden. Und zwar in einem Bericht über die Forschungsreisen eines englischen Wissenschaftlers, der 1947 auf einer Expedition scheibenförmige Artefakte aus einem unbekannten Metall gefunden haben soll. Dieser Forscher, Evans war sein Name, beschreibt in seinen Aufzeichnungen die gleichen Materialeigenschaften, die auch Wladimir bei dem Tunguska-Bruchstück beobachtet hat. Das allein war schon eine heiße Spur. Aber als er sich dann eine von Evans gefertigte Skizze angesehen hat, muss es ihm den Atem verschlagen haben. Warum? Erzählen Sie weiter. Das Artefakt war überzogen mit unbekannten Zeichen. Und eines davon war genau jenes Symbol, das Peres und Wladimir an dem Tunguska-Bruchstück entdeckt hatten. Puh, klingt spannend. Woher stammen denn die Scheiben? Wo hat dieser Evans sie gefunden? Das war auch Wladimirs Frage. In den Unterlagen der Moskauer Akademie war darüber nichts zu finden. Darum hat er sich damals an mich gewandt. Wladimir hatte herausgefunden, dass Evans vor kurzem verstorben war und seine persönlichen Aufzeichnungen und Tagebücher nun in London versteigert werden sollten. Er bat mich, ihm diese Unterlagen zu besorgen, da es ihm zur damaligen Zeit nicht möglich war, Russland zu verlassen. Ja und? Haben Sie die Unterlagen bekommen? Woher stammen nun diese Metallscheiben? Ich habe Wladimir damals eine kodierte Kopie der Tagebücher geschickt. Die Originale habe ich noch hier. Wirklich? Zeigen Sie her. Einen Moment. Es müsste hier irgendwo dazwischen sein. Nina, ich habe Neuigkeiten. Konnte dieser Morangi uns weiterhelfen? Ich würde sagen, ja. Weißt du von einer Expedition deines Vaters nach China? Genauer gesagt in den Himalaya? Er hat vor dem Tod meiner Mutter viele Reisen unternommen. Kann schon sein, dass er auch mal im Himalaya war. Warum? Ich glaube, dass er dort etwas gesucht und vielleicht sogar gefunden hat. Vielleicht ist das auch der Grund für sein Verschwinden. Ich kapiere gar nichts. Ich schicke dir einige Unterlagen aufs Handy. Mach dich sofort auf den Weg. Wir treffen uns in der Wohnung deines Vaters. Nanu? Nina noch nicht da? Ich werde sie mal anrufen und hören, wo sie bleibt. Oh, eine Nachricht auf der Mailbox. Wird wahrscheinlich Nina sein, die sich etwas verspätet. Ihr Motorrad steht da. Ich hoffe sehr, dass Sie die Nachricht abhören. Ich muss Sie dringend treffen. Es ist wirklich wichtig. Ich kann jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ich glaube, ich werde verfolgt. Ich werde versuchen, die Typen abzuschütteln und dann ins Museum kommen. Bitte beeilen Sie sich. Ich glaube, Sie sind in sehr großer Gefahr. Ich muss Schluss machen, da kommt jemand. Ich werde im Museum auf Sie warten. Was will denn dieser Kansky schon wieder? Eigentlich möchte ich dem nicht unbedingt noch einmal über den Weg laufen. Andererseits, die Nachricht klang schon irgendwie wichtig. Aber wenn es eine Falle ist? Wahrscheinlich werde ich es bereuen. Aber vielleicht hat er ja tatsächlich Informationen, die uns weiterbringen. Nina ist ja auch noch nicht da und bis zum Museum ist es nicht weit. Also los. Ja. Wir haben die Spur. Wir wissen, wo das Versteck ist. Sind Sie sicher? Die Informationen sind absolut zuverlässig. Sehr gut. Brechen Sie sofort auf. Ich werde Professor Charleroi sagen, dass sie die letzte Phase des Projekts vorbereiten soll. In Ordnung. Wenn ich es gefunden habe, was passiert dann mit der Kleinen und ihrem Freund? Tja, die beiden könnten in der Tat ein Problem werden. Kümmern Sie sich darum. Ach du Scheiße, das ist doch Kansky. Kein Puls mehr. Der ist tot. In was für eine Sache bin ich da bloß reingeraten? Entführung war ja schon schlimm genug, aber Mord? Ich sollte zusehen, dass ich hier wegkomme. Max Gruber? Ja. Bitte steigen Sie ein. Natürlich. Wo bleibt Max? Er sollte längst hier sein. Vielleicht hat er eine Verabredung, die wichtiger ist. Wieso? Was meinst du? Weißt du das wirklich nicht? Liebe scheint ja tatsächlich blind zu machen. Was? Denk doch mal nach. Dein Vater verschwindet. Max sitzt im Büro nebenan und will nichts mitbekommen haben. Er hatte seine Musik. Wer hat dir dringend geraten, nach Hause zu gehen und dort auf deinen Vater zu warten? Das war Max, na und? Na und? Schon vergessen, dass man dich dort niedergeschlagen hat? Nein, aber... Und dann dieser Anschlag auf den Zug.
Dass der irgendwas mit dir oder deinem Vater zu tun haben muss, ist doch wohl klar, oder? Ja, aber... Dein Vater war nicht an Bord. Und wer wusste außer uns noch, dass du in diesem Zug warst? Ich weiß, das hört sich alles sehr seltsam an, aber... Nina, wach auf! Ich weiß nicht, für wen oder was Max arbeitet, aber er spielt ein falsches Spiel. Und er spielt es auf deine Kosten. Meinst du, wir sollten... Vergiss Max! Ich weiß, dass du ihn magst, aber er hat dich nur benutzt. Und wenn wir jetzt nicht gehen, dann wird er dieses Spiel gewinnen. Und dein Vater wird es verlieren. Vielleicht hast du recht. Und was machen wir jetzt? Die Spur deines Vaters führt in den Himalaya. Und wir haben zumindest Teile des Reiseberichts von diesem Evans. Damit sollten wir in der Lage sein, die versteckten Höhlen dieses mysteriösen Bergvolks ausfindig zu machen. Und dann? Davon kriege ich meinen Vater auch nicht wieder. Ich weiß. Aber ich bin mir sicher, dass diese seltsamen außerirdischen Artefakte etwas mit dem Verschwinden deines Vaters zu tun haben. Ich gebe zu, wir werden deinen Vater höchstwahrscheinlich nicht im Himalaya finden. Aber wir haben zumindest wieder eine Spur. Ja, ich weiß, es ist nur... Ich bin so unendlich müde. Willst du deinen Vater etwa aufgeben? Nein, du hast recht. Brechen wir auf. Vielleicht spielt aber auch der Typ, also Oleg, ein falsches Spiel. Das ist eher meine Theorie. Kein Wunder, dass diese Höhlen weitestgehend unbekannt sind. Ohne die exakte Beschreibung aus Evans Bericht findet hier keine Menschenseele hoch. Wollen wir hoffen, dass du recht hast. Wir befinden uns nämlich im Grenzgebiet und ich möchte ungern Bekanntschaft mit übernervösen Patrouillen machen. Ich bleibe lieber am Eingang und halte die Augen offen. Sag Bescheid, wenn du was gefunden hast. Klar, schick uns hier rum. Oh, haben wir eine Nachricht? Ein Auszug aus dem Reisebericht eines gewissen Dr. Evans. Meinem Vater war die Beschaffung dieses Berichts so wichtig, dass er extra alle Dokumente, die sich mit diesem Thema befassen, kodiert hat. Ach Gott, das ist ein interessantes Symbol. Aber ansonsten ist mir das gerade zu viel Text, tut mir leid. Ach, da oben geht's weg, okay. Tja, dann gucken wir wohl mal in der Höhle rum, aber ich würde sagen, das machen wir mal in der nächsten Folge. Ja, definitiv. Von daher erstmal Dankeschön fürs Zugucken. Einen angenehmen Tag wünsche ich noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.